Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 487. Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Hörerinnen und Hörern wie euch. Auf patreon.com/workingdraft könnt ihr uns ein paar Euro in den Hut werfen. Aus euren Beiträgen und unseren gelegentlichen Werbeeinnahmen bezahlen wir allerlei teure Software-Abos und das Honorar unserer Audioproducerin. Wenn ihr euch auch beteiligen wollt, könnt ihr das unter patreon.com/workingdraft sehr gerne machen. Wir danken euch tausendfach für die Unterstützung und fürs weitere Zuhören. Heute sind wir gastlos zu dritt. Da hätten wir zum einen die Vanessa. Hallo. Dann den Peter und seine Katze. Moin, moin. Und ich bin der Shep und wir haben festgestellt, dass wir schon länger kein HTML5-Glücksrad gespielt haben. Und deswegen werden wir das heute mal machen wieder. Juhu. Yay. Problem ist bei dem HTML5-Glücksrad, der Name sagt schon, es dreht sich immer um HTML. Und der Peter hat das immer ganz toll gemacht, indem er die HTML5-Spec geöffnet hat und dann darin gescrollt ist, ganz wild. Und dann musste einer von uns anderen Stopp rufen. Und an der Stelle, über die Stelle haben wir dann gesprochen. Der Nachteil ist, dass es eben immer nur um HTML ging und nie um CSS oder ja, manchmal auch um APIs, aber eben auch nicht alle, ne? Stecken ja nicht alle APIs in dem Dokument drin, oder Peter? Ja, nee, da steht längst nicht alles drin. Und ich meine, wir können hier Software machen. Warum würden wir eine Software machen, die nicht regelmäßige Updates braucht, die ohne Node-Modules auskommt und so? Das ist doch nicht wirklich unser Style. Nee, deswegen stürzen wir uns jetzt auf die MDN-Compatibility-Daten und ziehen uns da einfach zufällig irgendwas aus dem Bereich CSS, HTML und APIs raus und gucken mal, was da so passieren wird. Und dann erzählen wir einfach mal alle, was uns dazu so einfällt. Genau. Und da können wir mal gucken, wie viele Runden wir drehen und wie gut das klappt. Wir haben es vorher noch nicht richtig ausprobiert. Ich fange einfach mal an, würde ich sagen. So. Aha. So, das erste Element. Interessant. Page not found. Das Ding spuckt einem dann noch direkt die Seite zum MDN aus. Und anscheinend sind in den MDN-Daten auch mal alte URLs drin. Es ging um Width, um das Width-Attribut des Pre-Elements, warum auch immer. Anscheinend gibt es das. Wahrscheinlich die, wahrscheinlich weil das Pre-Element ist ja so ein quasi Monospaced-Font-Ding. Und wahrscheinlich kann man da ähnlich wie bei so Input-Feldern sagen, wie viel Buchstabenbreit das ist, tippe ich mal. Ja. Ich schätze mal eher, wie viel Pixel, nicht wie viel Buchstaben. Das ist interessant. Gleich sagen, ich hänge gerade vor den Spezifikationen. Content Attributes, Global Attributes, also gibt's das gar nicht mehr. Also ist sogar aus den Spezifikationen raus. Genau, es ist hier steht, ich bin jetzt auf das Pre-Element selbst gegangen. Das hat ja auch immer eine Liste an Properties. Is a long value reflecting the obsolete width attribute containing a fixed size length for the pre-element. Aber es könnte ja bedeuten, dass es zwar deprecated ist, aber dass die Browsers vielleicht unterstützen, oder? Ich habe es jetzt gerade gefunden, es steht unter obsolete features, das heißt, es ist wahrscheinlich so, dass die Browser das implementieren müssen, sogar laut Spezifikation. Es ist halt nur nicht mehr, das sollte man als Nutzer nicht mehr verwenden. Das steht hier bei den ganzen Sachen so ähnlich wie Align bei Table Elements und so Zeug. Ja. Ist ja auch bei Text Areas recht spannend. Falls mal jemand versuchen sollte, von einem Text Area die Default-Höhe zu ändern, wird es ja oft gerne auch mit CSS versucht. Dann wird es mit dem Height-Höhe-Attribut versucht, bis man dann rausfindet, dass man, glaube ich, die Anzahl der sichtbaren Zeilen hinschreiben muss, um die Höhe von einem Text Area zu ändern. Bin mir auch gar nicht sicher, ob man sowas wie halbe Textzeilen macht. Ich glaube, das wäre vielleicht für manche Designer dann ganz cool, wenn man so triggern kann. Guck mal,
Man kann ja noch weiter scrollen. Weiß ja gar nicht, ob das geht halbe Zeit. Also Moment, du sagst jetzt, man kann mit der ganz normalen Height das nicht machen oder sprechen wir von den Rows? Ich spreche von den Rows. Okay, alles klar. Ja, okay, Pre-Element Fun Facts, so hatte ich tatsächlich letztens ein paar. Nummer 1, kann kein Host für Shadow DOM sein. Stellt sich nämlich raus, Shadow DOM Hosts können nur bestimmte Elemente sein, das Pre-Element ist keins davon. Okay. Was ich so ein bisschen enttäuschend fand, weil ich wollte so ein Custom Element machen und da schön so Shadow DOM reinhauen und ging halt nicht, ist eine endliche Liste, die das machen kann. Aber was passiert, wenn du das machst, dann gibt es einen Error. Also genau. Es ist nicht so, dass, also in, weil hier hatten wir ja gerade den Fall, dass das obsolet ist und man discouraged wird, sozusagen das zu machen oder davon abgeraten wird, aber man, wenn man wahnsinnig ist, das machen könnte. Aber das geht da nicht. Ja, nee, das geht einfach nicht. Also Shadow DOM läuft da nicht. Sagt halt eben Exception und weigert sich, das zu machen. Okay. Und gibt es dafür einen Grund? Also so. Den habe ich tatsächlich nicht ermittelt, weil ich das in dem Moment einfach nur zum Laufen bringen wollte. Und dann habe ich halt eben in den sauren Apfel gebissen und habe halt für das Ding, das eigentlich wirklich Code in Monospaced-Manier anzeigen sollte, wofür so ein Pre-Element ja eigentlich gedacht wäre, habe ich statt, dass das eine Type-Extension ist, halt eben ein Diff gemacht und, also nicht ein Diff gemacht, aber halt eben so ein autonomes Custom-Element gebaut. Okay. Tja, naja, das sagst du, dass das okay ist. Ja, also, weird. Ich fand das schon arg suboptimal. Weil ich meine, die Idee von Type-Extensions ist ja wirklich, dass du dich ja dranhängst an vorhandene Funktionalität. Und ich muss mir jetzt gleich mal wirklich raussuchen, was so diese Liste mit dem Attach-Shadow genau ist, wo man das machen kann. Aber wenn das halt schon bei den Elementen ausgeschlossen ist, wo wirklich interessante Funktionalität ja noch nicht mal draufhängt, kannst du ja gleich sein lassen, kannst ja alles neu implementieren, kannst auch gleich React schreiben. Ja. Ja, spannend. Vielleicht kriegen wir das ja noch irgendwie raus und in die Shownotes verwurstet. Tja. Ganz bestimmt. Anderer interessanter Hack, der mir letztens über den Weg gelaufen ist, Syntax-Highlighting in billig in so einem editierbaren Texteditor. Wenn man das wirklich einfach nur so hinwürgen möchte, ist das gar keine so schlechte Idee, Text-Area und Pre-Element mit Syntax-Highlighting einfach übereinander zu stapeln und den Text von der Text-Area mit irgendeiner komischen WebKit-Property unsichtbar zu machen. Dann fühlt sich das an, als würde man den live gehighlighteten Kram da live editieren. Also man könnte es auch richtig machen. Aber für den billigen Hack ist das wirklich eine ganz gute Variante. Oder wenn man irgendwie unbedingt will, aus irgendwelchen Gründen, dass der Syntax-Highlighter verwendet wird für den Editor da. Mhm. Richtig nicht, machen. Das ist kein schlechter Trick. Ja, cool. Ja, ich frage mich halt, was dagegen spricht jetzt so konkret. Also ich habe das halt so mehrfach gesehen. So, hier hast du eine React-Komponente, die das auf die Weise macht und noch eine und noch eine und noch eine. Aber man kann es ja auch richtig machen, wenn man irgendwie da den Code-Mirror hernimmt und den bändigt. Ist sehr viel mehr Arbeit, aber der hat halt eben eingebautes Syntax-Highlighting. Und ich würde mal annehmen, dass es irgendwie einen Grund gibt, warum man diesen Text-Area-Hack nicht würde machen wollen. Also klar, irgendwie alter Internet-Explodierer kann das nicht. Aber gibt es da irgendwelche Accessibility-Concerns oder so? Ich habe das auch nicht rausgefunden. Bin ich auch raus. Keine Ahnung. Was ich an dem Pre-Element immer ein bisschen doof finde, ist, wenn man da Code reinpackt, muss man den ja immer noch quasi entitätscodieren. Gerade wenn man HTML-Code da drin abbilden will. Das finde ich mal ein bisschen doof. Darum bin ich ja so ein Fan auch von diesem XMP-Element, wo das eben nicht nötig ist. Das funktioniert auch, ist ja auch so ein Monospace-Ding, aber es ist im Prinzip wie so ein bisschen, also es deaktiviert quasi das, was da drin ist. Und darum nehme ich das immer ganz gerne, um, wenn ich jetzt irgendwie so Code zeigen will und den runterschreiben will, einfach quasi im Quelltext, dann finde ich das XMP-Element besser. Da kannst du aber dann auch gleich Width von Pre-Element nehmen, ne? XMP ist auch in der Obsolet-HTML der Spezifikation. Genau, ich nehme an, das wird wahrscheinlich sogar auch dieses Width-Element unterstützen, weil das wahrscheinlich aus der Zeit kommt, wo es einfach kein CSS gab. Und dann kannst du quasi die Laufweite deines Code-Dingens da mit bestimmen, so ähnlich wie Rows eben bei, oder Calls und Rows bei TextArea. Ja, okay, der HTML-Standard passt noch. Ich habe jetzt endgültig mal den Single-Pager aufgemacht, damit ich solche Fragen jetzt beantworten kann. Allein, der braucht ja ewig lange, um überhaupt gepasst zu werden. XMP-Element. So, wo haben wir es denn? Das ist aber, glaube ich, schon seit HTML4 ist das schon weg vom Fenster. Ja, oh, ich sehe gerade. Sehr schön, sehr schön. Wenn du das Element im DOM fragst, was bist du, und du machst das beim XMP-Element, dann kommt HTML-Pre-Element raus. Ah ja. Also tatsächlich ist die dem zugrunde liegende Implementierung das Pre-Element. Also hast du mit deiner With-Theorie wahrscheinlich recht.
Ja, ja, macht. Also ich meine, woher soll dieses Width, diese Width-Property sonst irgendwie kommen, ne? Also aus einer Zeit, wo man das eben, wo man halt mit HTML noch gestaltet hat, quasi. Hm. Wahrscheinlich. Soll ich das nächste erwürfeln? Ja, mach mal. Also da sind wir, glaube ich, mit dem Pre-Element wirklich weitgehend durch. Sehr gut. Wir sind jetzt, ich glaube, bei den APIs gelandet und da bei dem Manifest, also bei dem PWA-Manifest, wobei es wahrscheinlich gar nicht nur PWA-spezifisch ist, und da bei der Property Icons, die wahrscheinlich sehr selbsterklärend ist. Ist sie das? Also ich habe jetzt länger keins mehr gebaut, aber ich erinnere mich an allerlei mögliche Hackereien, die man machen musste mit den Icons, damit wirklich auf jedem Device das Passende kommt, weil ja der Apple will was anderes haben als der Android, von wegen runde Ecken und so Zeug. Ja, wobei also, das ja so ist, ja. Erzähl. Also die das Manifest unterstützen, die unterstützen halt dieses Icons-Schema. Und Apple hat ja dann immer seine Meta-Elemente noch, seine Meta-Tags mit Apple Touch-Icon und weiß ich nicht, dann noch Size, glaube ich. Und so Kram. Ja, wobei ich halt sagen würde, das alleine ist ja schon etwas verwirrend. Also du hast irgendwie den Standard, der sagt so, hier kannst du deine Icons reinbauen in dieses Manifest. Und dann kommt der Apfel daher und sagt, hier kannst du deine Icons reinbauen in dieses Manifest. Und so Kram wie Theme Color, was ja, glaube ich, auch irgendwann mal dem Apfel entsprungen ist, habe ich letztens beim Durchscrollen der Spezifikation, Android. Also heute Morgen, festgestellt, ist tatsächlich Teil des Standards mittlerweile. Okay. Also. Aber es ist ein Android-Ding. Ist ja jetzt nur neuerdings ein Apple-Ding auch. Ah, okay. Na, also mir ist egal, welches Megakonglomerat hier Sachen in meinen Standard reinferkelt. Unterm Strich ist es halt so, du kannst halt nicht irgendwie sagen, hallo, du hast eine App gebaut und du willst Icons haben. So machst du das. Sondern die Sache ist halt, du machst das so und so und so und dann betest du eine Runde und dann funktioniert es vielleicht. Und das ist ja schon irgendwie ein bisschen schwach für moderne Webstandards. Ja, auf jeden Fall. Für den moderneren IE gab es ja dann noch so ein XML-File, was man ablegen konnte. Und dann hat man diese MS-Tile-Icons noch gehabt. Genau, was ich bei dem Apple-Ansatz halt doof finde, ist, dass du das wirklich im HTML immer mit dir rumschleifst. Also du musstest dem User quasi oder der Userin jedes Mal, übermittelst du denen so einen Haufen Meta-Tags für die verschiedenen Apple-Icons. Und da, das finde ich halt in dem Manifest gut, dass du das so ausgelagert hast. Also das wird dann einmal gecached und referenziert von allen Pages und dann wissen die halt, wo die Icons liegen. Okay, aber macht das denn mit den Meta-Tags im Head wirklich einen Unterschied? Also ich stelle mir halt eben vor, dass das auch wenn es viel ist, ist es ja recht gleichförmig und zippt sich doch wahrscheinlich ganz gut weg, oder? Wahrscheinlich ja, genau. Aber so grundsätzlich finde ich es einfach unnötig und die Browser oder zumindest der Chrome, der passt ja HTML, glaube ich, immer in so, ich glaube, in so 4K-Blöcken oder sowas, meine ich. So, dann wird halt ein Parse-Durchgang verstopft von diesem Quatsch. Ja, und ästhetisch ist das halt eine ziemliche Zumutung. Da ist dein Head und deine Meta-Informationen und dann halt eben, wie gesagt, eine Duplikation von dem, was anderswo auch steht. Das macht es halt alles unnötig schwierig. Ja. Ja, ja, was willst du machen? Aber es gibt ja diverse Icon-Generatoren, die dann die Icons, das ist ja ganz cool. Also ich weiß nicht, ob ihr, habt ihr bestimmt auch schon benutzt, wo du dann einfach, ich kann ja nochmal einen raussuchen für die Shownotes, wo du ein Bild reinlädst und dann rechnet er dir das in die alle Milliarden Größen, die so alle möglichen OS brauchen. Mhm. Und dann kriegst du auch den HTML-Schnipsel und das XML, glaube ich, und die Manifestdatei fertig raus. Erinnert mich an so diese Webfont-Generatoren früher, die dir so aus deiner TTF-Datei dann auch das EOT gebaut haben und die arkane Beschwörungsformel, die der IE brauchte, um nicht versehentlich was Falsches zu laden und so Zeug. Ja. Die nutzt man auch nicht mehr so richtig, oder? Heutzutage. Nee. Also wenn noch jemand wenn jemand heutzutage immer noch die Bulletproof-Font-Face-Syntax benutzt für IE 6 oder 7, dann, oder 8, dann glaube ich, wäre das ein Zeichen dafür, dass die Person sich länger nicht mehr mit aktuellen Entwicklungen beschäftigt hat. Na gut. Eine schöne Formulierung. Ja. Naja, ich musste mich jetzt ja gerade erstmal versichern, dass ich das richtig mache, indem ich das nicht mehr benutze. Vielleicht habe ich ja was verpasst.
Ich glaube, es war ja so, dass die IEs, die konnten nicht mehrere Ressourcen vertragen in diesem, im Source Descriptor. Und deswegen hat man quasi die anderen versteckt, indem man so getan hat, als wäre das im Prinzip nur der Hash von der ersten URL, die man angibt. Und das hat er dann, war dann für den okay. Und die anderen, die wussten, okay, das ist Quatsch. Die haben halt irgendwie einen saubereren Parser gehabt und sind halt nicht darauf reingefallen. Oh Mann, das waren noch Zeiten und Hacks. Ja. Und ich produziere vielleicht doch lieber Meta-Tags. Okay, einverstanden. Ha, jetzt sind wir bei CSS gelandet. Oh. Da haben wir Text Orientation. Und ich packe mal hier den Link noch zum MDN-Ding rein. Das habe ich ja eben gar nicht gemacht. Text Orientation? Ja. Ist voll gut mit Marki zusammen, glaube ich. Das ist voll gut mit was zusammen? Marki. Marki. Was ist das nochmal? Ich kenne Ruby. Das den HTML-Tag Marki. Vielleicht spreche ich auch falsch aus. Okay, ich habe sowas gedacht. Und damals konnte ich noch gar kein Englisch, fällt mir auf. Ich habe das aus Versehen Marki. Spricht man das Marki aus? Das spricht, ja, wahrscheinlich. Oder Marki, genau. Ich würde es auch so betonen, genau. Aber ich habe erst so, weil es gibt dieses Ruby-Ding und in dieser japanischen Sprache. Und dann dachte ich so, okay, krass, da Marki könnte auch sowas sein. Aber genau. Ja, also mit Marki passt das, ja klar, ist auch super. Naja, ich denke, die Text-Orientation, wenn man, die kann man ja auch so, wie auch immer jetzt die Begriffe dafür sind, aber halt so hoch- und runterläufig machen. Ich glaube, das könnte schon ganz cool sein. Ich habe es noch nie benutzt, aber ich glaube, es könnte durchaus ganz cool sein für irgendwelche Bildnebenschriften. Ist vielleicht nicht so was für den typischen Webgebrauch, bei einer Zeitung vielleicht schon eher, bei einem Print, wo du es dann drehen kannst. Ja, ist auch vielleicht, wenn man so vertikale Tabs hat oder so, ganz cool. Oder man hat sehr viele Tabs, so, und dass man das quasi so wie bei uns die Tabs im Chrome-Browser ja aussehen. Ja? Ich nehme an, ihr habt ja auch 100 auf und dann sieht man ja wirklich nur noch so den Anfangsbuchstaben. Chip, wir benutzen kein Chrome mehr. Ja, im Brave, genau. Genau. Ich finde übrigens fantastisch, um da kurz abzuschweifen, diese neue Funktion im Chrome und wahrscheinlich auch im Brave-Browser, dieser Pfeil oben rechts, wo man so quasi draufklicken kann und dann kann man nach dem Tab quasi über alle Fenster übergreifend suchen, den man nicht wiederfindet. Das brauche ich ständig. Das ist großartig. Ich habe es gerade gesehen, das ist ziemlich gut. Mein Problem ist eher, dass ich klicke ja ganz brav immer auf Update, aktualisieren, wenn die Browser ein Update haben wollen. Mhm. Und ich habe aber irgendwo immer 2, 3 Hangout-Fenster so rumliegen, die schon an sich beendet sind. Aber sobald der Browser neu läuft, dann fragt er die Kamera an. Und ich update halt den Browser und dann sitze ich da vor einem coolen Licht. Ja, schön. Oh, was passiert jetzt? Mhm. Ja, bei mir ist dann laufen dann manchmal die YouTube-Videos los, aber da hat der Chrome auch schon länger dieses, dass er dann so eine Note einblendet und wenn man da drauf geht, dann kann man das Tab stoppen. Das ist auch cool. Ich bräuchte so ein Shorthand für, gib mir das Tab, das meine Kamera anfragt. Was ich aber jetzt nochmal bei Text Orientation schon auch ziemlich witzig finde, ich glaube, da kann man ganz schön Unsinn auch noch so mitmachen quasi, so mal wieder Spaß mit dem Web. Da kann man ja wirklich, ich glaube, das so komplett rumdrehen, dass du Spiegelschrift und sonst was hast. Ja. Weil können wir ja gleich Wörterrätsel machen. Genau. Und wir haben eigentlich ja noch gar nicht gesagt, was es macht, aber im Endeffekt, der Name sagt es ja so ein bisschen, deutet es an. Also man kann quasi Text quasi von unten nach oben oder auf dem Kopf stehen lassen. Man kann ihn quasi so rotieren, ne? Ohne dafür Rotate zu nehmen, sondern genau, einfach mit dieser Property. Und wenn man, dann kann man das noch verbinden mit Writing Mode. Und da kann man dann ja komplett steil gehen und irgendwie quasi vertikale Schrift mit Text Orientation mischen und so. Ja, es ist für Table Header, wenn die Slide zu klein ist für die Tabelle eigentlich, ist das sehr gut, weil dafür nutze ich das ganz gerne. Genau, ja. Aber habe ich auch länger nicht mehr gebraucht. Und der IE hatte irgendwie auch sowas Ähnliches. Weiß ich noch. Naja. Natürlich hatte er das. Ja.
aber das hieß irgendwie anders. Und wir wollen es auch nicht wissen, wie es hieß. Das nächste ist eine API, und zwar das Install-Event. Oha. Das heißt, da müsste ich eigentlich wissen, was das ist. Ich wollte gerade sagen. Ja, das ist so ein Event, das heißt Install. Und weiter im Text, nächste Property. Ja, nee, das feuert hier irgendwie, wenn PWA installiert ist oder so. Wobei installiert natürlich halt irgend so eine spezifische Bedeutung hat, letztlich ja halt eben auf dem Homescreen gelandet heißt. Ich habe das noch nie für irgendwas benutzt, also auch in meinen Demos noch nie verwendet. Okay, das kommt also nicht vom Service Worker, der hat ja auch so diverse Events, ne? Aber das Install-Event kommt tatsächlich von auf den Homescreen packen, meinst du? Ich habe ja auch die URL hier, ich depp, dann kann ich euch ja mal hier wieder reinposten. Install-Event, ist das auch hier non-standard deprecated, das Ding? Ich weiß es nicht. Ah ja, ja. Gib uns doch mal was nicht schon deprecated ist. Und the Service Worker, doch hier Service Worker Global Scope, genau, auf dem Active Worker feuert das Ding. Und ja, ist anscheinend deprecated und nicht Standard. Das erklärt möglicherweise, warum ich das nicht benutzt habe. Das lag nicht daran, dass ich keine Ahnung hatte, sondern dass ich das sehr genau wusste. So. Sehr gut. Ich habe davor kurz nach Install auf MDN einfach gesucht und bin zum Install-Trigger.install gekommen. Anscheinend nicht deprecated. Was ich aber auch sehr gut finde. Ich habe eigentlich keine Ahnung, was es macht. Aber hier steht Returns. Install returns true if the function succeeded and false if it did not. But these values are not always reliable. Okay. Mhm. Also wir returnen true, wenn es stimmt. Es ist so ein bisschen Corona-Selbsttest. Vielleicht. Ja. Wobei das, glaube ich, XPI-Kontext irgendwie was eher was mit Browser-Extensions zu tun hat. Kann das sein? Und mit den internen APIs vom Firefox oder so? Ich dachte, das wäre eher so dieses, dass man dieses Installationsbanner triggern kann bei PWAs oder sowas. Sobald man das machen kann, deinstalliere ich meinen Internetrouter und lerne C++. Ganz ehrlich. Wenn irgendwie Kreti und Pleti bei mir diese Banner triggern können, die gehen mir ja mit ihrem Cookie-Krempel schon auf den Keks genug. Und wenn die dann auch noch solche nativen Dialoge bei mir auslösen, dann löst das definitiv aus, dass ich auf eine einsame Insel ziehe und C++ schreibe oder was mit Holz mache. Je nachdem. Ja, oder was mit Katzen vielleicht. Tobi. Wie viele Webseiten ich jetzt schon mal online nicht irgendwie bestellen konnte oder keine Ahnung was, weil ich hier zu Hause halt ein Pi-Hole habe und dann gehe ich auf die Seite und der Cookie-Banner wird halt einfach blockiert, weil sonst was für ein Tracker ist. Und ich kann den Cookie-Banner nicht wegklicken. Oder mein Handy war zu klein, weil ich mein iPhone SE hatte. Oh je, was habe ich da bloß getan? iPhone SE, so ein Rare-Telefon, was keiner hat. Und man konnte halt nicht scrollen im Modal. Hatte ich aber auch schon. Und dann aber dein Pi-Hole filtert das raus und dann kannst du manchmal Seiten auch gar nicht benutzen mehr, oder was? Hm. Also weil der wahrscheinlich was kaputt macht. Ja, genau, der Cookie-Banner-Anteil wird nicht angezeigt. Ich glaube nämlich, dass tatsächlich auch Firebase kann von Pi-Hole blockiert werden. Und ich glaube, Firebase wird auch gern für Feature-Toggle-Switches benutzt. Und dann hast du halt dein leeres Modal. Und das kannst du am Handy, gehe ich mal, nicht so schnell im Browser sagen, entferne mir mal die drei Layers darüber. Nee. Wenigstens weißt du dann, woran das liegt. Meine größte technische Fehlleistung der letzten Dekade war, glaube ich, dass ich auch mir ein Pi-Hole installiert hatte. Dann schreibe ich so einen Blogpost, dachte so, drückst du auf Veröffentlichung, aber nein, will ja schön hier Kohle von der VG Wort einstreichen, also gehe ich auf deren Meldesystemseite in der Absicht, mir halt da den Zählpixel draus zu copy-pasten, um den bei mir einzufügen. Gehe ich also auf die Seite und irgendwie ja kann ich erreicht werden. Irgendein DNS-Problem, lass mal debuggen. Jetzt ratet mal, woran das gelegen hat. Ich habe eine Idee. Ja. Also Pi-Hole ist total super, solange man halt sich daran erinnert, dass das da irgendwo in der Ecke halt ist. Dran. Ja, man müsste sich öfter dran erinnern, vor allem, wenn man im Homeoffice ja nicht mehr rausgeht in die Welt. So ist es. Okay, Shep, willst du vielleicht mal probieren, was rauszukriegen, was nicht deprecated oder irgendwie aus der oberen Kreidezeit ist? Ich weiß es nicht, vielleicht ist ja MDN nur voll mit so deprecated Kram. Du, ich glaube, unser Betätigungsfeld allgemein ist voll mit deprecated Kram. Das stimmt. So, das wird euch aber gefallen wahrscheinlich. Ich habe nämlich hier CSS Blend Modes. Ja, das ist Mathematik. Oh. Nö, ist doch so. Ja, doch, eigentlich schon. Ja, das ist Photoshop.
Genau, aber eigentlich so richtig, so ganz weiß man ja nicht, wie das irgendwie zustande kommt. Dann probiert man so alles Mögliche durch, so ein paar. Deswegen meine ich, merken. Es ist Mathematik. Ja, genau. Das ist doch so Farben, Xor und hier die ganzen anderen komischen Operatoren. Also der Blend-Mode ist ja, jetzt weiß ich gar nicht, ob man das nur mit Images machen kann oder ob man auch einfach farbige Container haben kann. Aber es gibt ja verschiedene Modi, die man einstellen kann, wie normal, wo quasi einfach nur, ich glaube, das Bild oder der Container, der eben danach im DOM kommt, naja, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber irgendeiner von den beiden überdeckt den anderen. Aber dann gibt es ja noch die Modi wie Multiply und Overlay, wo irgendwelche magische sind sie nicht, sondern mathematischen Berechnungen passieren, was jetzt welche Pixel sich da überdecken. Ja. Da kann man cool mit rumspielen. Ja, auf jeden Fall. Ja, und also das Paradebeispiel ist das so irgendwie, oder als die aufkamen, wurde ja viel mit so Instagram im Browser quasi, Instagram-Effekte im Browser, wobei ich sagen, ja, weiß nicht, ich finde, Instagram hat jetzt gar nicht so unbedingt die Effekte alle, aber so daran wurde das halt festgemacht. Ich finde es halt ganz gut, manchmal leite ich damit quasi so Farben aus so Brand Colors ab, dass ich irgendwie sage, ein Knopf, wenn er gehovert wird, dann bekommt er ein bisschen mehr Saturation und Luminosity. Und das kann ich aber dann auch für so verschiedene, also wenn ich sowas habe, was so skinnable ist, dann kann ich diese Brand Colors wechseln und es funktioniert halt immer, weil wir haben ja noch nicht, also daran wird ja noch gearbeitet gerade, es gibt ja nicht diese Color Mix-Funktionen und so, wo man dann damit sowas machen könnte, also so Variationen von Farben, und dann mache ich das halt ganz gerne mit den Blend Modes oder Filtern. Ja, Filter ist das, was ich da normalerweise raushole, weil Blend Modes, da bin ich auch so auf dem Pfade, das ist Magie, okay, Multiply verstehe ich noch, aber danach hört es relativ zeitig auf. Aber ja, eigentlich eine gar nicht so verkehrte Idee. Ich glaube, für wen das auch sehr interessant sein könnte, wären irgendwelche Webseiten, die Fotos oder Poster oder Leinwände zum Ausdrucken bereitstellen. Die haben ja auch teilweise oft Rahmen, und ich weiß, dass sie teilweise sogar diese Schattenfugen haben, dass da irgendwie dieser Rahmen ist, dann ist da eine Fuge dazwischen und dann kommt die Leinwand. Und ich glaube, da kann man schon wirklich mit solchen Sachen arbeiten, um das dann möglichst realistisch alles darzustellen. Ja. Auch Sepia-Effekte, keine Ahnung, was. Ich meine, Sepia ist, glaube ich, nicht mehr modern, aber da bin ich jetzt ausgestiegen, was danach kam. Ich glaube, der San Francisco-Filter ist gerade ganz in. Oh, den kenne ich gar nicht. Ja, so Sunset und so. Ah ja. Ja, also ich glaube, oft braucht man diese Blend-Modes aber nicht, oder? Nee, ich glaube halt gerade für so komplexere Sachen, also komplexere Sachen sind häufiger nachgefragt, wie halt so Filter-Effekt, San Francisco oder halt eben auch Sepia allein schon. Und da reicht das halt nicht, dass du einfach was oben drauf wirfst, sondern dann musst du ja tatsächlich irgendwie dein Pixel-Array da durch irgendeinen Algorithmus durchziehen. Und dann ist man wahrscheinlich in vielen Fällen mit dem Canvas-Element besser beraten. Ja, was ich jetzt aber durchaus interessant finde, ist, ich weiß jetzt nicht, wie das Verhältnis ist, wie viele Leute quasi einfach noch Webdesigner sind und das HTML, CSS selber schreiben und sich dann auch um das Design mitkümmern, und wie hoch der Anteil bei den Firmen ist, wo es dann eben die Designabteilung und die Entwicklungsabteilung gibt. Und ich schätze mal, dass wenn eine Designabteilung über solche Features gar nichts Bescheid weiß, und ich würde jetzt auch mal tippen, so viele Frontendler wissen, haben auch nicht auf dem Schirm immer, dass es existiert, dann kommt es wahrscheinlich auch einfach nie zum Einsatz, weil es nie gefordert ist. Da könnte man hier schon cool rumspielen. Dann wird wahrscheinlich eher mit irgendwie fertigen Bildern gearbeitet, die schon so manipuliert wurden und dann ganz als Hintergrundbild drauf geklatscht werden. Ja, das stimmt. Vielleicht können wir da ja diesen Hook nutzen und die Hörerinnen und Hörer fragen, ob die irgendwelche Beispiele aus der Praxis haben, wo sie das selber benutzen oder irgendwie Seiten kennen, wo das irgendwie stark eingesetzt wird. Das würde mich auch echt mal interessieren. Gibt es irgendein Feature, wo ich eingeben kann, which page is using CSS Blend Mode? Also du könntest vielleicht, es gibt doch hier diesen Web-Almanac, die
durchforsten ja so diese BigQuery-Daten von dem HTTP-Archive. Und da haben die ja auch teilweise, die haben die auch so eine CSS-Section und dann sind die ja auch in der Lage, so Aussagen zu treffen wie so und so viel Webseiten benutzen REM und so viel benutzen PX. Das ist ja schon super spannend eigentlich. Genau. Können wir mal gucken, ob wir unsere Auswürfel-Omaten irgendwann noch koppeln können mit diesen Daten. Also ich wüsste jetzt aber spontan nicht, wie man das daraus fischt. Dann gucken wir mal, was als nächstes kommt. Lass krachen. Oh. Eine API und DOM Point Read Only. Whatever das ist. Hä? Ich poste es hier rein und dann gucken wir mal. Ich habe extra schön gewartet, bis Peter Hell gesagt hat, damit ich auch Hell gesagt habe, nicht, dass ich dann so doof dastehe. Ich habe Hell gedacht. DOM Point Read Only. Specification Geometry Interfaces Module 1. Krasses Teil. Draft FXTLF.org. Was ist denn das? Was für ein Ding? Wo hast du das her? Das ist auf der Mozilla-Seite, nur da auf die Spezifikation klickst unten. Specifications. Da habe ich zuerst drauf gedrückt. Geometry Interfaces Module Level 1. Alter Falter, wofür ist das gut? Okay. Also man kann sowas wie Vektoren damit, also so quasi mehrdimensionale Punkte anlegen. DOM Point Read Only. Und dann kann man eben beliebig viele Parameter übergeben, je nachdem, wie viel Dimensionen man da hat, glaube ich, im Raum. Tja. Ich tue mir gerade nur sehr schwer, das mit dem 3D zu verstehen. Also für alle, die jetzt auch gerade nicht zufällig kurz vor einem Laptop sitzen oder sowas, der DOM-Point-Read-Only-Konstruktor gibt ein DOM-Point-Read-Only-Objekt wieder und das repräsentiert einen Punkt im 2D- oder im 3D-Space. Vielleicht noch mit Perspektive dazu. Also man kann da X, Y, Z und W als Perspektive mitgeben. Jo. Aber von welchem Raum sprechen wir denn? Ich glaube, das ist halt so ein allgemeines Tool, mit dem du halt eben sagst, ich meine, ein Punkt im Raum per se ist ja erstmal nicht direkt nutzlos. So, da kannst du ja was mitmachen. Ja, ja. Und normalerweise würdest du dir vielleicht sowas selber bauen, indem du den Aufwand machst, irgendwie dir ein JavaScript-Objekt zu schreiben, so mit, boah, Schweifklammer auf und dann irgendwie X, Doppelpunkt, Y, Doppelpunkt, ne? Und das sieht auch gleich viel Java-eager aus, wenn du irgendwie sagen kannst, New DOM Point Constructor Read Only Class Factory Singleton. Aber da sind auch schon ganz schöne Kaliber hier bei den Editoren dabei. Also hier Dirk Schulze von Adobe, Chris Harrelson, Simon Peters früher und Rick Cavagnier, der auch früher bei Adobe war. Ja. Genau, und wofür ist das jetzt gut? Hier unter Historical, das ist tatsächlich Interfaces are intended to replace earlier similar interfaces, bla bla bla. Die wollen also sozusagen vereinigen, eben das Konzept von so einem Punkt im Raum für zum Beispiel CSS, OM, SVG und alle anderen. Also du hast ja auch zum Beispiel hier eine Spezifikation, so Matrix-Manipulationsgeschichten, dieser schöne Transformations-Fuba. Okay. Muss ja auch Punkte jonglieren und wenn du die irgendwie so über einen standardisierten Weg da abbilden kannst, wäre das natürlich irgendwie per se nicht verkehrt. Ja. Ja, cool. Heißt ja dann theoretisch, du könntest irgendwann, idealerweise hättest du Code, den du in der Canvas ausführen kannst und den du, mit dem du ein SVG bauen könntest. Ja, ginge. Theoretisch. Wenn ginge das dann theoretisch. Also ich, warte mal, diese Funktion, die du jetzt da ausgegraben hattest, die ein tolles Tool ausgegraben hat, war jetzt ja tatsächlich der Constructor für so ein DOM Point Read Only. Das ist ja der Constructor. Und der returnt mir einen DOM Point Read Only. Und ein DOM Point Read Only ist ein Objekt, das hat die Properties X, Y, Z und W. Ja. Okay, das heißt, du könntest dann aber trotzdem dir ein kompatibles Objekt erschaffen, indem du einfach ein JavaScript-Objekt mit X, Y, Z und W baust. Ja, genau. Aber ich denke eher, dass du dann quasi sowas machen kannst wie, du kannst ein SVG-Pfad-Element dann erzeugen, also falls die nicht hier auch sogar einen Pfad drin haben. Und dann könntest du wahrscheinlich einen ganzen Haufen dieser DOM-Points dann daran hängen und würden dann
deine Kurve beschreiben, deinen Pfad, den du gehst. Also das, was man so in SVGs kennt unter dem Path. Ja, oder du hättest natürlich ein Primitive, aus dem du Matrizen bauen kannst. Und dann sprechen irgendwie alle da die gleiche Sprache und dann kannst du da irgendwie allgemeinere Transformationsfunktionen draufwerfen. Kannst du zwar heutzutage im Prinzip auch machen, indem du sagst, hey, hier so ein Punkt im Raum sind drei Zahlen. Von mir aus vier. Weil was ich halt bei mir von sowas wünschen würde, wäre ja, dass irgendwie damit Vergleichbarkeit hergestellt wird. Aber das ist ja so mein ewiger Kampf, dass ich da irgendwie sagen kann, hey, dieser DOM-Point mit den Koordinaten 1, 2, 3 ist gleich dieser DOM-Point mit den Koordinaten 1, 2, 3. Aber das werden wir niemals kriegen und das macht das hier auch nicht. Aber zumindest so eine Java-mäßige Equals-Methode wäre doch mal schön. Tja, ich sag nur, die suchen noch Mitarbeiter, Tatkräftige bei der CSS Working Group und überhaupt bei den anderen Working Groups auch. Denke Peter. Langweilig. Ich hab Mathe so früh abgewählt wie möglich, was tatsächlich erst nach Informatik war. Ich bin für nichts unqualifizierter als für Mathe-Heavy-Programmierkrams, ganz ehrlich. Schade. Dann lass uns schnell weiter zum nächsten. Ja. Ui, das ist kaputt gegangen, weil das hat keine MDN-URL anscheinend, die Property, die da ausgewürfelt wurde. Schon wieder das Manifest, das wollen wir doch nicht, oder? Nein, Scope Property. Manifest ist doof und riecht nach Lulu. Ja, weg damit. So, es geht wieder um, also eben hatten wir ja die Blend Modes und die waren auch einrubriziert bei CSS unter Types und jetzt sind wir wieder bei Types, also quasi eher so im Sinne von halt so ein Type, so wie Number und Length Value und so ist Zeugs. Es. Genau, es ist eine Gruppe von Values quasi oder ein Typ von Value. Und da sind wir jetzt bei Ratio angekommen. Stimmt, und dann gibt es ja so 1, 2. Da wird jetzt die Media Query, sowas wie, kann man ja auch die Bildschirmaspektratio abfragen. Und ich vermute, ja, und dann gibt es ja noch Aspektratio als Property jetzt neuerdings. Ja, dann habe ich auch gerade als erstes dran gedacht. Hier nochmal das große Update. Aspect Ratio wäre ja eigentlich perfekt für Iframes, wie jetzt YouTube-Videos oder sonst was, damit man das halt mal ein gescheites Format bekommt. Weil jeder, der damit schon mal umgehen musste, oder jede, die kennt sicherlich den, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, 52% komischen Padding-Top-Hack. Safari hat versprochen, dass sie es einbauen und dann könnten wir tatsächlich Aspect Ratio für iFrames verwenden. Sie haben es natürlich ganz vorgestellt, als wäre das was ganz Bahnbrechendes, wo die anderen Browser neben sitzen und denken sich, aha. Aber bei Ratio redest du jetzt tatsächlich nicht von dem Aspect Ratio, woran ich gerade denke, sondern tatsächlich an dem Media Query. Genau, aber es ist ja quasi ein Datentyp und wahrscheinlich werden die den gleichen. Also ich denke, dass in beiden Fällen wird schon der gleiche Datentyp genutzt, der zwingend immer aus quasi Integer slash noch ein Integer, also quasi dieses zu, also zum Beispiel 16 slash 9, 16 zu 9 besteht. Ich hatte auch tatsächlich letztens mal, wollte ich auf CodePen für jemanden, der da eine Nachfrage hatte, da wollte ich, glaube ich, auch mit Media Queries was machen, mit so Aspektratio Media Queries. Und da habe ich festgestellt, also das funktioniert tatsächlich nicht, wenn man Floats benutzt. Also da muss man muss Integer benutzen für die beiden Seiten. Was ich komisch fand, aber war halt so. Ja gut, warum würdest du, also einen Float brauchst du ja streng genommen nicht, weil du ja jede Kommazahl erzeugen kannst, indem du die Integer teilst, ne? Was mich jetzt natürlich interessieren würde, wäre, wie groß sind die Integer, die ich da reinhauen kann? Ja, das kannst du mal austesten. Was ich wiederum schwierig finde immer ist, wenn man so eine Abfolge, wenn man so eine Kaskade von Aspektratios hat und man macht sowas wie Min und Max, da muss man so überlegen, was ist denn jetzt eine kleinere Aspektratio? Ist 16 zu 9 kleiner als 4 zu 3 oder ist das größer? Ich wäre jetzt bei Min davon ausgegangen, dass es nur mit Richtung Breite geht. Aber da hast du... Genau, im Prinzip muss das Produkt, wenn man das ausrechnet, dann glaube ich, nee. Ach, ich weiß, siehst du? Ich kann es gar nicht so genau sagen. Es ist irgendwie so, man muss es ausprobieren.
Aber es muss doch je breiter sein, desto mehr Min braucht es doch. Hast du es gerade Sinn gemacht? Also, wenn. Ja. Ich kann doch nur breit, also mit 4 zu 3 muss ja kleiner sein als 16 zu 9. Genau, es gäbe ja zwei Ansätze. Also, man könnte ja sagen, größer wird es immer, wenn der erste Wert größer wird. Oder man errechnet das Produkt oder den, wie nennt man das, wenn geteilt wird. Das ist ja nicht Produkt, sondern das andere. Den, ja, genau, das Ergebnis davon. Und das kann ja durchaus auch mal mit kleinerem ersten Wert, wenn der zweite Wert dann aber größer wird, dann kann am Ende trotzdem was Größeres oder Kleineres rauskommen, obwohl das erstmal gar nicht so aussieht. Wisst ihr, was ich meine? Das ist schwierig. Ja. Du meinst, der Quotient kann ja größer werden, wenn man jetzt 5 durch 4 teilen würde. Oder genau. Halt in einem anderen Verhältnis. Genau. Und dann sieht so ein 16 zu 9 vielleicht irgendwie größer aus, ist aber in Wirklichkeit kleiner. So irgendwie. Fand ich auf jeden Fall schwierig, habe ich dann auf die Kette gekriegt. Aber es war irgendwie nicht so offensichtlich. Und ich glaube, das geht so ein bisschen in die gleiche Richtung wie diese Min- und Max-Funktionen von dem Math-Objekt und in CSS, wo man auch immer erstmal so in sich gehen muss und überlegen muss, was von den beiden brauche ich eigentlich jetzt gerade. Also da hole ich echt manchmal Papier und Stift und Schere raus. Also ja. Wirklich so, ich falte das jetzt so lange, bis ich es verstanden habe. Ja. Naja, das kann man nicht mit müdem Gehirn irgendwie gut machen. Nee. Ja, aber sonst ist Aspektratio schon ganz cool. Also gerade so für Iframes und Videos und Bilder. Das ist schon das sehr ist nett. Schon echt im Vergleich zu früher schon ein bisschen erschütternd, was man so alles an Werkzeugen heutzutage hat. Ja. Das ist schon cool. So, jetzt habe ich noch was Feines. Stichwort früher, jetzt kommt bestimmt mal wieder was aus der HTML-Gruft, oder? Nee, er hat wieder was mit CSS ausgewürfelt. Mhm. Und zwar Scroll Margin Block End. Aha. Genau, ich muss auch mal gerade überlegen. Okay, Margin Block End. Ah, von Scroll Snapping und dem ganzen Krempel da aus der Ecke kommt das. Da hatten wir doch sogar mal eine Revision zugemacht mit irgendwie Scroll Snapping vor nicht allzu langer Zeit, oder? Haben wir? Also mit vor nicht allzu langer Zeit meine ich irgendwann so seit der Erfindung des Eisens. Haben wir gleich. Erklär doch mal kurz, was das alles ist. Dann während derweil ergehe ich mich in der Recherche. Genau. Während du das machst, verweise ich darauf, dass ein befreundeter Podcast namens Wo wir sind, ist vorne. Die haben eine ganze Revision nur zum Thema Scrolling gehabt. Oder eine ganze Folge. Bei denen ist ja nicht Revision, ist ja nur bei uns. Mhm. Ist auf jeden Fall ein cooles Thema, nachdem man ja wahrscheinlich so eher so die Library für sowas einsetzt. Ja. Zu wissen, dass einfach Scroll Snap existiert und eigentlich mega cool ist und man das auch tatsächlich sehr, sehr gut immer nativ mal implementieren könnte, anstatt sich irgendeine Library reinzuhauen, wo man dann einfach nur 7 Tage damit beschäftigt ist, die Pfeile zu überschreiben. Ja. Ich habe ja auch irgendwann mal hier so eine CSS-Only-Karussell-Demo gebaut. Die können wir ja auch nochmal da reinwerfen. Okay, jetzt nur die Frage, was Scroll Margin Block End tatsächlich macht. Also bei Scroll Snap geht es hier darum, dass ich jetzt eine scrollbare Area habe und wie so mit meinem Finger auf meinem Handy scrolle ich das halt mal so an und es snappt dann irgendwo hin, damit ich da nicht einfach so mitten in der Gegend rumhängen bleibe, sondern ich habe irgendwie vielleicht verschiedene Slides, 1, 2, 3, 4 und ich fange an zu scrollen und dann, sobald ich aufhöre zu scrollen, scrollt es automatisch halt so hin, dass es irgendwie sinnvoll ist. Aber was ist denn jetzt Margin Block End? Ja, also das kann man ja erstmal quasi normalisieren für uns erstmal, weil dieses Margin Block, das ist ja uns, ich weiß nicht, ob es euch geläufig ist, ob ihr damit schon arbeitet, das ist ja dieses Logical Properties heißt die, glaube ich, einfach nur. Also quasi
Irgendwann hat man ja festgestellt, dass sowas wie Margin Right und Margin Left ein bisschen uncool ist, wenn man Seiten baut, die für verschiedene Sprachen ausgelegt sind, die vielleicht dann, wenn es jetzt eine Rechts nach Links Sprache ist, dann braucht man ja den Margin auf der anderen Seite und dann wäre es eigentlich cooler, wenn man das nicht konkret mit Left und Right und Top und Bottom benennt, sondern eben sagt, quasi am Anfang des Textflusses oder am Ende des Textflusses und dann kehrt sich das eben automatisch mit um und Blockend, also es gibt halt eben zwei Richtungen, die Inline und Blockrichtung. Inline ist quasi mit dem Text die Richtung, wie auch immer der dann fließt in der Sprache und Block ist entgegen, also quasi diametral im 90-Grad-Winkel zur Textflussrichtung, also quasi für uns von oben nach unten, wo die quasi die Blöcke aneinander sich reihen. Und Blockend wäre also quasi, was unten ist. Margin Blockend wäre das, was wir momentan noch als Margin Bottom benutzen. Und Scroll Margin ist der Abstand, den der Browser bei automatischem Scrolling eben einhalten soll. Wenn man jetzt, also relevant ist es zum Beispiel, wenn man so einen Sticky Header hat und man macht dann man hat so ein Scroll to Link oder sowas oder eben so ein Scroll Snapping Ding, dann soll das eben nicht bis ganz nach oben das Scrollen, sondern man möchte dann eben noch so ein bisschen Puffer haben in der Höhe dieses Sticky Headers, damit das eben nicht da drunter rutscht. Also der hört dann quasi wie so ein Puffer, wo er dann aufhört zu scrollen. Und das klingt halt jetzt super kompliziert, weil das gleichzeitig nicht nur Scroll Margin ist, sondern auch noch diese Logical Properties benutzt. Und deswegen ist es halt so ein bisschen aufgebläht zu Scroll Margin Block End, was wahrscheinlich auch als Scroll Margin Bottom funktionieren würde, tippe ich mal. Oder haben sie das schon gar nicht mehr implementiert? Wahrscheinlich haben sie es gar nicht gemacht. Genau. Und man kann ja aber, es gibt, die Browser unterstützen ja auch jetzt schon für das normale Margin, also nicht für das Scroll Margin, unterstützen die ja auch schon die Logical Properties. Da kann man ja auch Margin Block End benutzen. Ja, und ihre Default Styles nutzen das auch schon, wenn man da mal hinguckt. Das computen die dann alles schon in diese Richtung. Ja. Ich frage mich halt nur, also ich finde das konzeptionell jetzt gar nicht so schwer für irgendwie, wenn man schon mal irgendwie durch das Flexbox-Feuer gegangen ist, dann ist man ja irgendwie daran gewöhnt, aha, vorne, hinten ist alles illusorisch, wir haben halt einfach nur Achsen und die drehen wir halt irgendwie und dann passt das schon. Ja. Ich finde das halt nur so ergonomisch ein bisschen schwierig, also so, du musst dann ja sagen, du musst ja den neuen coolen Margin von dem bösen alten Margin ja irgendwie syntaktisch trennen. Das eine ist Margin, das andere ist Margin Block. So. Mhm. Und das ist ja tatsächlich, sagen wir mal, Entwickler ergonomisch schon ein ziemlicher Nachteil, wenn die bessere Property einen so viel längeren Namen hat. Ja, du kannst natürlich auch einfach Scroll Margin nehmen und dann kannst du ja auch weiterhin vier, oder du kannst auch nur du kannst das wie bei Margin eben machen, dass du auch nur einen Wert angibst und der gilt dann eben für alle vier Seiten. Mhm. Oder du hast eben vier Werte und wenn du eben nur Bottom setzen willst, dann machst du eben 0, 0 und dann, was auch immer dein Wert ist und wieder 0. Ja, nee, ich meine tatsächlich den Punkt, dass das halt eben so developer-ergonomisch durch die längeren Property-Namen, weil die kurzen guten sind ja alle vergeben. Das heißt, alles, was jetzt neu kommt, muss ja geradezu irgendwie einen etwas langen, komischen Namen haben. Und gerade so bei diesen Scroll-Dingern, da erinnere ich mich jetzt so langsam wieder, dass ich mir die auch mal angeguckt habe, so gedacht, ja, das wäre eigentlich besser, in dem hypothetischen Fall oder in dem bei mir sehr selten vorkommenden Fall, dass ich mal ein Layout bauen muss, dass sich um all diese Sachen kümmern muss. Aber so die Aufwandsertragsrechnung sagt, ich schreibe weiter Margin. Margin Bottom zum Beispiel. Genau. Meinst du? Mhm. Ja, ich glaube tatsächlich in der Realität der meisten Entwicklerinnen und Entwickler sind diese Logical Properties, ich weiß es nicht, gibt es da überhaupt keine Eile, sich die drauf zu schaffen. Ich glaube, es erleichtert eben, es ist halt so sehr stark zugeschnitten für eben die Menschen, die solche Seiten bauen, die viele Märkte eben bedienen müssen. Also vielleicht sowas wie Booking, die in vielen Ländern unterwegs sind oder
Trivago oder IBM oder was weiß ich. Mhm. Die müssen dann nicht, die brauchen dann halt keine Build-Tools, die dann nochmal für Left-Right alles auf links drehen und ein CSS für die verschiedenen Schriftrichtungen ausspuckt. Mhm. Ja gut, wenn das die Alternative ist, dann nehme ich auch Margin Block End statt Bottom. Bin überzeugt, bin an Bord. Cool. Dann, ich würde sagen, wir können noch. Einer geht noch. Wir sind bei HTML und da sind wir beim I-Element. Möchten wir darüber sprechen oder ist uns das zu I? Ja, nee, also ist tatsächlich ja gar nicht so unpraktisch so per se. Also es ist ja, ist ja kein Präsentationselement mehr wie früher, dass das irgendwie so Fontag oder sowas wäre, sondern hat ja die semantische Bedeutung. Ich bin halt irgendwie anders und wenn ich im Lexikon stehen würde, wäre ich kursiv geschrieben. Mein Go-To-Beispiel ist halt immer so, dass ich so meinen Lexikonartikel über die Amsel anreiße. Die Amsel, in Klammern lateinischer Name, ist ein Singvogel, bla bla bla, schieß mich tot. Und wie willst du denn sonst den lateinischen Namen halt eben absetzen vom Rest? Also du willst ihn irgendwie absetzen, weil ist halt eben erstmal eine andere Sprache und du musst ja sowieso irgendwas haben, wo du dein Language-Attribut dranhängst. Punkt 1. Kannst einen Span nehmen, aber du willst es ja auch kursiv haben. Okay, kannst den Span ja dann entsprechend stylen. Aber wenn du halt eben auch noch kommunizieren willst, die übliche typografische Repräsentation wäre das, ist das gar nicht mal so unpraktisch. Das wird natürlich sich niemand ausdenken, sondern das ist wirklich nur ein, wir haben hier dieses Element, kann man das irgendwie sinnvoll recyceln? Ja, okay. So ein HTML5-Ding, aber finde ich jetzt nicht schlimm, finde ich jetzt nicht I per se. Okay. Nee, aber ist ja auch interessant zu wissen, zum Beispiel, Shep, was ist denn dann der Unterschied zwischen dem I-Tag und dem EM-Tag, das ja, solange man zumindest nicht alles resettet, ja auch kursiv macht. Ja, das ist, also ich weiß auch gar nicht, wieso das I-Element irgendwann aus der Mode gekommen ist und das M-Tag hat ja dann im Prinzip dessen Rolle übernommen, zu sagen, ich betone irgendwas und visuell manifestiert sich das in bei beiden Tags gleich, also durch kursiven Text. Genau. Aber interessiert sich quasi ein Screenreader oder ähnliches auch für das E-Tag oder ist das so rein repräsentativ, wie es CSS quasi ist? Theoretisch, die Modernen müssten das wahrscheinlich links liegen lassen, aber... Ja, genau, also weil EM ist ja eben, Emphasis ist Betonung, also da würde ich halt erwarten, dass er auch betont wird. Und I ist halt nur, ist anders, aber jetzt nicht wichtiger oder weniger wichtig, mehr betont oder weniger betont. Also es würde quasi nicht auffallen dann, ne? Genau. The I-Element represents a span of text in alternate voice or mood or otherwise offset from the normal prose in a manner, bla bla bla. Vielleicht kann man auch sagen, das ist, wenn es nicht wie der Rest sein soll, aber eben auch nicht betont. So, ja, genau. Ich denke, sowas ist es. Also ich habe hier jetzt gerade das Beispiel für Emphasize mit Just do it already. Das Du war übrigens emphasized. Und ein I für The Queen Mary, Einzelname, sailed last night. Ja. Genau. Und warum hat sich denn etabliert, Icons in das I-Element zu stecken? Weil die mit dem gleichen Anfangsbuchstaben beginnen? Weiß das einer? Das war irgendwie so, Bootstrap macht das auf jeden Fall so. Keine Ahnung. Wie stecken die das denn in das I hinein? Also ist das dann ein Text, der über eine Bildersetzungstechnik ersetzt wird? Ich glaube, wie machen die das denn? Also bei Font Awesome ist es, denke ich, so, dass du hast das E-Tag und hängst dem Klassen an. Was irgendwie auch ein bisschen strange, naja, es ist halt so, dass du zum Beispiel auch gar keine Bedeutung des Icons an sich hast, wenn du kein Area-Label oder sowas noch dazu klatscht. Während es bei deinem Material-Icon-Font ist das ja tatsächlich so, dass du Spans schreibst, das bekommt eben die Klasse, Material-Icon, whatever, und hat dann noch den als Child-Text-Note den Namen drinnen, wie Replace, Add oder sowas, dann steht es auch wirklich als Wort mit drin. Mit dem E-Tag schreibst du halt wirklich bei Font Awesome FA-Add. Ja. Also, weil wenn da Text drin steht, finde ich jetzt I nicht so verkehrt, weil dann wäre ja tatsächlich sowas wie Replace im Sinne dieses Material-Icons, das du da gerade erwähnt hast, wirklich sowas wie, das ist da irgendwie eine Anweisung und hinterher kommt noch ein bisschen Erläuterung, ist halt auch irgendwie, steht in der Reihe vom Text, ist nicht wichtiger oder weniger wichtig, ist halt was anderes. So.
macht ja irgendwie Sinn, wenn das Icon wirklich einen Text repräsentiert und ersetzt. Wenn das hingegen nur ein Hook ist, um da ein SVG irgendwie reinzuhängen per Klasse oder sonst wie, wäre wahrscheinlich ein Span richtiger, wenn es halt nichts repräsentiert. Mhm. Ja. Und ich glaube, in der Praxis ist das völlig Wumpe. Mhm. Wahrscheinlich. Genau. Aber gibt auch aber da hier bei GitHub gleich mal ein schönes Issue, das Closed ist von 2018. Das war nicht, wofür I gedacht war. Das war bestimmt der Patrick Lauke, oder? Das weiß ich nicht, denke ich. Nee? Okay. Ja, ich weiß noch, dass er sich darüber echauffiert hatte irgendwann. Generell über manche Accessibility-Shortcomings von Bootstrap. Und dann sich mit denen ein bisschen gekabbelt hat, glaube ich. Ja, und da hat er dann doch einiges erreicht, oder? Auch tatsächlich in seinem langen Kampf. Das ist ja tatsächlich da ganz schön. Genau, die wollten erst nicht und dann hat er sie weich gekocht irgendwann und dann haben sie es eingesehen. Hm. Und ja, das war cool. Aber ich benutze das E-Element eigentlich gar nicht mehr. Also bei mir ist es dann tatsächlich, also entweder M oder Strong oder sowas und oder beziehungsweise ein Span, ne? Also der korrekte Ersatz für ein I-Element wäre ja ein Span, ne? Weil EM und Strong wäre ja, hey, ich betone das. Genau, also wenn ich sowas möchte, dann nehme ich halt die und wenn ich was anderes so style, dann würde ich eher ein Span nehmen, ja. Ja. Aber wenn du wirklich was hast, wo du halt regelmäßig in deiner Prosa irgendwas absetzen musst. Also anderes Beispiel, das ich halt immer so hernehme, ist so, betreibst eine Webseite über Musik und da ist jetzt so das Review vom neuen Album drin und du musst halt dann so die anderen Bandnamen, die du zum Vergleich in den Text einpflegst, irgendwie absetzen vom Text. Damit du halt irgendwie weißt, dass irgendwie, weiß ich nicht, die irgendwie Band Schieß mich tot mit originalem Namen tatsächlich nicht Teil deines Fließtexts sind, sondern ein Eigenname sind. Und da wäre ja sowas wie Strong oder EM fehl am Platze, aber du musst es halt irgendwie absetzen und ein Span würde halt diese Absetzung nicht kommunizieren, was nochmal wahrscheinlich für keinen Use Case jemals von Relevanz ist, aber wenn wir jetzt mal so von dem rein semantik-ideologischen Standpunkt her argumentieren, würde ich sagen, wäre das so ein Beispiel, wo das eventuell sinnvoll wäre. Ja. Ne? Wenn du das nächste Mal was über Internet Explorer schreibst, dann schreibst du ja nicht buchstäblich über das Internet explorierende Menschen, sondern du meinst ja dieses spezifische Produkt. Ja. Mir ist gerade übrigens noch eingefallen, dass ich bei MDN gibt es ja auch manchmal was da schreiben die ja auch, was das für ein ARIA-Role impliziert, das Element. Und hier steht, dass überhaupt kein ARIA-Role dabei ist, also da drin steckt. Und das könnte doch auch darauf hindeuten, in der Tat, dass die Screenreader da gar nichts anders machen beim Vorlesen. Nö, das nicht. Aber halt sozusagen, du hättest halt einen Styling-Hook, der im Gegensatz zum Span per Default das Richtige macht. Wo du halt eben ohne dein CSS überleben könntest, was nicht passiert, weil wie gesagt, null praktische Relevanz, aber. Naja, ist besser für die Performance. Du musst weniger CSS schreiben und übertragen. Und das I-Element ist auch sehr klein. Das spart auch noch mal ein paar Bytes. Ja. Chef, wenn es binäres HTML gäbe, wärst du doch erst richtig zufrieden, oder? Ne, dann könnte ich ja kein HTML mehr schreiben. Ja, also aber es wäre sehr schnell. Ja, vor allem, weil ich keins mehr übertragen würde. Und das würde sehr schnell gehen. Hm. Weil ich es ja nicht schreiben könnte. Also du könntest dir das drauf schaffen, komm. Meinst du? Also hier. Na gut. Ja, cool. Jetzt haben wir eine Stunde ungefähr voll. Das war doch nicht schlecht. Ja, war ziemlich schön. Hat auch gut funktioniert hier mit diesem MDN-Daten-Rausfisch-Omat. Den kann ich jetzt noch mal ein bisschen schöner machen. Vielleicht irgendwie so, dass wir dann alle zusammen irgendwann mal drauf gucken können. Das wäre doch noch ganz nett. Das war auch sehr, sehr spannend, was jetzt gleich als nächstes kommt. Aber es ist eigentlich wirklich cool, weil man halt ansonsten nur in seiner Bubble immer sitzt und soll dies entwickeln und jenes machen. Und sehr oft gar nicht bewusst, was es überhaupt alles draußen so gibt. Oder so ein Reminder, übrigens, du hast ja dieses Ding irgendwie deine letzten 10 Jahre deines Lebens nicht eingesetzt wegen Internet Explorer. Und dann läuft man nochmal drüber und denkt sich, ja, es ist soweit.
jetzt kann man. Ja, ich fand auch dieses DOM-Point-Gerät, also das war ja auch, auch richtig krass. Wusste ich überhaupt gar nicht, dass, also war mir überhaupt nicht bewusst, dass man, dass die an so einem Krempel auch arbeiten. Ja, schon interessant. Also das ist ja ein super Smalltalk-Thema auf irgendeiner schönen Nerd-Party. Also wenn man da mal wen kennenlernen möchte, dann sagt man, was hältst du von dem DOM-Point-Read-Only-Konstruktor? Ist der, taugt der was oder ist der eher nix? Ah, du benutzt also obskure Features, ja? Also ich benutze ja den DOM-Point-Constructor. Ich weiß ja nicht, was du machst. Irgendwie ja, CSS, ich mache damit so. Jetzt alles. Der ist wirklich super. Genau, kann man für alles benutzen. Ja, cool. Ja, dann würde ich sagen, hat Spaß gemacht. Mhm, vielen Dank. Ebenso. Und nächste Woche haben wir da ein Thema. Mal schauen. Ich sehe noch kein Thema. Wenn wir kein Thema finden und haben, dann können wir ja nochmal eine Runde spielen. Das würde mich aber auch schon interessieren. Vielleicht könnten wir noch eine. Ich muss mal delegieren, sonst. So, Shep, könntest du, wenn diese Episode released wird, weil ich gerade selber nicht auf dem Schirm habe, wann das ist, könnten wir noch einen Twitter-Poll starten, was so die Lieblings HTML-Tags so der Person sind. Das würde mich jetzt schon interessieren. Okay. So ein Emphasize fand ich schon immer ganz nett. Mein Marki ist ungeschlagen. Es gibt hier noch keine Anmerkungsfeld. Oh, der Incotype Date Picker ist eigentlich auch so, finde ich großartig. Huh. Also wer hier da draußen irgendwie so ein Library holt für einen Date Picker mit komplizierten Farben, Incotype Date, fertig aus, was läuft. Ja. Man darf das halt bloß den Mächten, die was zu sagen haben, nicht in den falschen Browsern zeigen. Wobei es genau jetzt alle, oder? Mhm. Nee, ich meine, von wegen, das sieht ja ganz anders aus, als wie ich das haben möchte. Aber das soll doch so. Nur auf meinem iPhone. Ich möchte, dass das überall anders sonst genauso aussieht, wie ich das haben möchte. Das ist auch ein ewiges Dilemma, glaube ich, für iOS und Android-Developer, glaube ich auch, dass sie immer wieder wahrscheinlich oft erklären müssen, das sollte auf iOS eher so aussehen, weil die iOS-User das eher so gewohnt sind. Ja, gut, aber den Krampf hatten wir ja früher im Web genauso. Ne, mit, ja, sind nicht alle Bildschirme genauso groß wie die Computer in genau deiner Firma. Ich erzähle ja immer gerne die Geschichte, wie eine meiner Dienstreisen, eine meiner letzten, als ich noch wirklich Webseiten gebaut habe, zu nicht geringem Teil daraus bestand, dass ich halt da dem Mittelständler tatsächlich einfach sagen wollte, guck mal, das ist ein Computerbildschirm, den ich hier mitgebracht habe. Der hat eine andere Größe als der, den du dann in deiner Firma stehen hast, an allen Arbeitsplätzen. Daraus schließen wir, Webseite so bauen, dass man nicht scrollen muss, ist vielleicht nicht die beste Idee. Ja. Ja, aber auch Kunden wachsen ja irgendwie, also Kunden werden ja auch als Kunden professioneller, ne? Und ja, hat auch funktioniert, also danach hat er gesagt, ah, okay, ja, okay, passt. Ja, das ist ja auch mit Farben so, hier, das ist ja nicht irgendwie das Rot von unserer Firma und dann sagt man, doch, das ist das aber eigentlich und du hast halt nur einfach einen miesen Bildschirm. Leider. Sorry. Okay, das ist aber auch wirklich fies. Den Fall hattest du schon. Ja. Ich hatte auch den Fall, dass ich mein Design bekommen habe und mein Bildschirm war so mies, dass ich irgend so ein ganz leichtes Grau überhaupt gar nicht gesehen habe. Klassiker. Ja. Und, genau, und dann so, da fehlt aber noch was. Wie, was genau jetzt? Und dann, ja. Genau, ich überlege gerade den Poll, den können wir ja mal nicht als Multiple-Choice-Ding machen. Das ist quasi dann einfach ein Aufruf, ne? Wo die Leute einfach ihre Lieblingstexte machen. Ach ja, halt, erzähl mal. Perfekt, so machen wir es. Ich habe hier nämlich auch noch extra so einen alten Monitor rumstehen. Ich glaube, der ist von 2000. Es war 2000, nach 2010, aber ich weiß nicht, wie alt er ist. Wo ich den auch einfach dann mal immer so die Webseite mal rüberziehe und mir denke: Ja, doch, dieses Grau, das Wahnsinn, das ist halt nicht sichtbar. Ja. Und das ist halt vielleicht teilweise auch so der Standard. Also sitzt ja nicht jeder irgendwie in seinem, in Klammern, Homeoffice mit irgendwie einem 24 Zoll 4K-Monitor. Wobei ich glaube, ich würde schon sagen, die Qualität der Monitore ist schon deutlich, also ist schon echt ziemlich gut geworden insgesamt. Auch die Smartphones haben natürlich auch richtig geile Bildschirme. Haben sie, aber dafür nimmst du die halt irgendwo mit, wo nicht so geile Verhältnisse sind und dann sieht wieder alles aus wie schon mal gegessen. Mhm. Klar, wenn die Sonne drauf scheint. Ja,
Das stimmt, aber wenn hier die Sonne drauf scheint auf den eher schlechteren, älteren Monitor, tatsächlich sieht man ja gar nichts. Ja. Naja, die Schmerzen der Web-Menschen oder der digitalen Menschen. Cool. Ich bedanke mich bei euch für einen sehr kurzweiligen Quizabend. Sehr gerne, du warst eine tolle Glücksfee. Dankeschön. Sponsoring-mäßig habt ihr alles schon im Intro gehört. Brauchen wir nicht viel zu sagen. Freuen wir uns drüber, wenn ihr euch da meldet oder wenn ihr uns bei Patreon unterstützt. Und ansonsten hören wir uns einfach in einer Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund und genießt die Sonne. Tschüss. Tschüssi. Ciao.